Hey, natürlich. Die Jugend ist zurück. Alter. Brauchst du auch schon eine Pause hier. Traumfresser. Habt ihr Replays, die ihr zeigen könnt? Nee. Beleberkraft. Zucker. Schweifglanz, ja. Edelmut. Schweifglanz, wenn du schön poliert ist, weißt du, wenn du schön glänzt. Niesel. Mal gucken. Oh, hier hatten wir Hochmut schon. Hochmut, ja, nee, hatten wir doch noch nicht, oder? Bedroher, würde mir auch gefallen. Wenn Zugabe, dann aber auch Spotlight. Früh weg. Jemand aus einem Spiel, was für 6-Jährige gemacht ist, dann doch was aus 18 plus macht, ist unglaublich. Schaff muss ich. Kraftreserve ist witzlos. Kraftreserve lernt jeder. Genau. Kein Mensch braucht Kraftreserve. Rechte Hand für die Männer hier. Oh Gott, nein, wir haben rechte Hand. Stimmt. Helping Hand. Ja, ja, genau. Walzer. Walzer. Jede Runde wird stärker. Hatten wir schon ein Erdbeben? Nee, nee, Intensität. Ja, Intensität ist halt cooler als Erdbeben. Ja, stimmt. Schnüffler. Du hast es mir im TS geschickt. Wenn du schon im TS bist, warum kommst du dann nicht zu uns? Bestimmt. Na, Sucker Punch hatten wir schon. Ja. Download. Fährte. Ja, Leute. Leute, ihr seid alle schon zu spät. Ja, die ganzen Sachen hatten wir alle schon. Ja, die Umstände ist cool. Mysto-Klinge. Oh, Hausbruch. Natürlich kann es Hausbruch. Ja. Das Ding hat jetzt so einen geilen Move-Pool, ja. Das ist einfach. Das hat 20 Moves, ey. Ja. Bizarro-Raum. Warte, wie heißt die nochmal, die VM aus der 4. Generation, diese wo man über so Berge gehen kann? Wie heißt die nochmal? Kraxler. Ja, Kraxler meint, ja, die Kraxler ist auch ganz cool, glaube ich. Whirlpool und Taucher, an der Stelle auch nicht zu vermissen. Whirlpool. Na, Sojo, wenn du schon in der TS bist, dann komm doch vorbei, Junge. Wo ist denn das Problem? Oh, Angel gegen, also Sojo gegen Troix. Gigastoß hat man auch schon. Captain, du gehst auf deine Kampfkamera und du musst Internetzugriff haben, dann müsste da irgendwo so ein Pfeil nach oben sein, ne? Das dadurch veröffentlicht. Ich nehme das einfach mal raus. Die Nummern. Ja, das stimmt allerdings so. Das war wirklich schlechte Football. Soll ich kommen? Hätten jetzt sagen sollen, ja, bitte ins Gesicht. Bei Heat. User joined your channel. Und bist du gekommen? Hallo. Hallo. Nur bei Heat. Im Gesicht. Ach, komm schon. Komm schon. So, oh, und der kann noch Agilität und oder Steinpolitur. Weißt du was, ich werde dich dann nochmal polieren, ey. Wenn du was so machst. Bitte, bitte. Oh. Ja, Roy, unterm V muss natürlich auch OP sein, ist klar. Das ist ja ganz schlimm gerade hier.
Standpauke, ja, wenn die Batterien alle sind. Ja, dafür kann es Wundabsorber haben. Ach so. Wundabsorber oder H2O-Absorber. Ja. H2O-Absorber trifft es besser. Mhm. H2O-Absorber trifft es vielleicht besser. Ja. Es hat nicht einfach theoretisch 2 Fähigkeiten, es hat einfach mal 10. Ja, das macht es aber viel interessanter. Ach Gott, es ist so schlimm heute, ey. Ich bin alkoholisiert. Ich auch. Also ich auch, ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Ich nicht. Das ist noch schlimmer. Da haben wir einen Fehler. Ja, dann siehste. Go for it. Aber ich kann ja übrigens trinken, weil dann spiel ich noch schlechter als so schon. Ja, das ist doch nur so egal. Du traust dich mehr, ja. Tausch dir mal einen Shiny Evoli. Heat hat bestimmt eins für dich da. Nee, das nimmt wirklich nicht. Hab ich schon vertauscht. Der hat doch alles. Im nächsten Stream gebe ich einen Shiny Kurak X weg. Bad ready. Immer diese. Immer so. Gerade deswegen streamt man um 2 Uhr morgens. Genau. Dann werden die Gespräche niveauloser. Mehr Klicks so auf YouTube. Genau. Ja. Ist jetzt eigentlich der Soulja da? Der Soulja, Soulja ist im Pokespeak. Ja, das bin ich. Ah. Ja, bei Soulja ist es ganz stimmt. Er ist ganz, ganz schüchtern zum Anfang. Er ist ganz, ganz ruhig. Ja, ganz, ganz ruhig. Du brauchst keine Angst, um zu haben. Zeig dir den richtigen Hosen. Und? Auf jeden Fall. Der spannender Kampf. Und das Rotom kann auch Katapult. Katapult. Bitte geh ins Bett. Danke. Folterknecht, genau, Folterknecht kann auch. Nur in Japan. Das ist ja vor allem warum, ja, warum geht gerade ein physisches Nidoqueen, ja, alle gegnerischen Monster. Das ist richtig schlimm bei dem. Ja, das cockt gerade weg. Die Queen cockt. Queen cockt. Oh, Tangela, wenn ich das schon sehe, hab ich Angst. Oh, Tangela, Ja. Biber und Schimpfe Albtraum. So hätte natürlich auch unser Rotom V aussehen können, ne? Was, wie Tangela? Naja. Oh, Schatz, bitte geh schlafen, komm. Hatten wir schon Eisenschädel? Ja. Eisenschädel. Ganz schlimm. Oder. Hier, Roy hat gerade geschrieben, Megabumm. Ja, deswegen bin ich auf Eisschädel gekommen. Ich frage mich bloß gerade, ob ich das jetzt auch noch mit bei dir hochladen soll oder nicht. Ja, okay, klar. Tageda geht drauf, ich bin so glücklich. Ist geil. Ja, warte. Falsch. Hoppala. Hat jemand mal kurz die TS-Adresse, die er mir posten kann? Nee. Warte, Verbindungen, verbinden. Jetzt machen wir TS-Party hier. Jetzt geht's los. Ich glaube, so war das mit dem DPL-TS, haben wir nie gedacht. Doch, eigentlich schon. Achso. Eigentlich schon. Ich mach das bloß nicht, also ich bin bloß nicht gerne da, weil ich mag das dann, wenn alle auf immer angerannt kommen, weißt du, aber an solchen Abend ist es mal schön. Einfach ein paar Leute zum Quatschen zu haben. Soja, ja, wie geht's Tom? Dir? Ja, mir geht's sehr du gut. Du bist ruhig jetzt. Jetzt lass mal meine Soja zu, weißt du, der ist die ganze Zeit da, der kommt gar nicht zu Wort. Was machst du denn gerade Schönes? Ich guck mir gerade noch mal den Kampf an. Welchen? Ja, gegen Troix im Stream. Achso. Ja, er hat ja 2-0 geführt. Das war richtig Troix. Knapp und spannend. So, sagen wir doch mal ehrlich, Troix ist ein Noob, ey. Wenn ich gegen den ja, 2-0 genau. gewinne. Aber ich muss sagen, das war richtig, oh Gott, die ganze Zeit hin und her geswitcht und Auch so müssen können wir sein. Also Switches brauchst du. Das hab ich ja bei Ninja ja. heute auch gehabt. Bis dann der aber Punkt Ninfa kommt. Aber Ninfa Switch ja auch nur. Ja, hätte ich ihre Tarnsteine rausgekriegt, hätte sie richtig zum Gefängnis werden können. Das war ja, ich hab, bei mir. Ich hab die Offensivweste raufgepackt. So. Ich hab das vergessen, dass ich ja dadurch dann die Tarnsteine nicht einsetzen kann. Ah, auf Tentantel? Nee, auf Mammutel. Achso, ja, das ist schlecht. Ja, ich hab das einfach nur raufgepackt, weil ich das mitnehmen wollte. Oh, Captain, mein Captain. Hallo. Ah, geht doch. Hallo. Und auf das Tentantel habe ich, glaube ich, keine Tarnsteine drauf, glaube ich. Oder habe ich's? Weiß ich nicht.
Ich hab eben 2 oder so. 2, 3. So. Sind wir alle da. Wir sind 6 Leute, ne? Ja, warum? Wie ist denn da die Ost-West-Quote? Na, 3 aus dem Osten und mindestens 3 aus dem Westen, würde ich sagen. Ich glaube nicht, ich glaube, ich bin der einzige Wessi hier, oder? Noch irgendwer? Anscheinend nicht. Laurus. verpiss dich einfach. Scarf, du. Ey, ihr kennt. Sekunde. Weißt du, das ist so geil, wenn die ganzen Leute von vorne an hier aus dem Aerobus kommen. Scarf, Jürgen, Beste, weißt du? Das ist ganz genau. Die wissen, wie es läuft. Ach nee. Oh, Knocker. Knocker kann auch böse enden. Knochenhals kann natürlich auch. Ich aus M Süden. Ja, merkt man nach deiner Schreibweise. Aus dem Außen-Süden. Aus dem Süden. Ah, nee. Was geht jetzt bei euch so, Leute? Ich lausche eure sexy. Achso. Wir können ja auch mal noch, wenn ihr wollt, ein Free-for-All-Battle machen. Okay. Ja, gerne. Oh. Wenn ihr wollt. Aber ich will nicht, Ich will bitte nicht Scarf Taumeltanz, ja? Nee. Nee. Fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Ich hab noch ein Battle hier, einen Kampf. Ich weiß nicht, ob Captain noch ihn posten wollte. Ja, Moment, ich muss noch den Code. Ich hab noch in von. Keine Ahnung, wem der jetzt war. Warum hat gerade ein Knocker ein Tentantel gewonnen-shottet? Das habe ich mich auch gefragt. Was? Tom hat auch noch einen Kampf. Sag mal, machen die Kämpfe noch durch? 2 Stück? Dann machen wir eine Runde Free for All. Machen wir nochmal 2 Kämpfe und dann Schluss für heute, ey. Ich kann nicht mehr. Alter, ihr seid um 11 hier. Scheiße, du müde bist, wohl noch den letzten Energy trinken. Nee, jetzt geht's wieder. Achso. Ich würde jetzt was. Ich sag's nur, Bruder. Nee, ich sag's nicht. Der Quatsch hat mich gerade wach gemacht. Achso. Der Quatsch hat dich wach gemacht. Ja. Schon. Ich muss halt nur beschäftigt werden, weißt du? Ja. Ich darf zum Beispiel bestimmt genug Beschäftigung. Kinder, sag jetzt was, danke. Ich hab überlegt, aber ich lasse es. Ja, mit in der falschen Seite spielen, wer kommt auf mit? Laurus kommt zu mir auf der Seite, hab ich jetzt beschlossen. Ja, okay. Der Tryharder, ne? Wie viel könntest du maximal sein? Na, Free for All ist 4, also 2 gegen 2. Was spiel ich denn da? Pfeife. Demon. Ja? Ich hab dir dann noch einen Code geschrieben, ne? Sehr schön. Da haben wir dann 2, 3, 4. Boah, 1a, so will ich das sehen. So muss es sein. Aber man sieht es, dass du Late Night Streams kommen um 30 Leute. Das ist halt krank. Nachts um 2. Was machst du nachts um 2? Ach, ich guck mir Pokémon an. Das Rotom, ich sag's dir. Ja, das heißt. IKP wollte ich. Und deswegen Soldier, ja. Oh mein Gott, IKP. Und du machst Drachenpuls und du stirbst nicht davon, oder? Nee, ich stirb nicht. Und deswegen sprich immer Flammenwurf Y, ja, weil einfach. Ich will, dass der Feuersturm misst. Aber ich hab. Ja, gewonnen. Weil ich hab ja noch Mammute. Egal. Ja, ich auch. Ja, das sah in der Situation ungefähr so aus. Nein! Nein, und dann flog der DS weg. XL. Ja, ich spiele eigentlich auch sehr ungern mit Donner und hier Feuersturm, weil so wie ich mich kenne, werde ich ja eh damit nicht treffen. Aber irgendwie beim Feuersturm, der hat mich. Fokusschuss. War das einzige Mal, wo er mich in den Stich gelassen hat. Ich wollte gerade sagen, muss man Sephiroth fahren mit Fokusstoß. Naja, das Ding ist, man muss halt manchmal Fokusstoß spielen. Auf mir gerade war zum Beispiel. Naja, und den Drachenbolz sollte ich wieder runternehmen. Das ist nicht auch genauso mit Schlafpuder, also bei mir trifft es irgendwie nie, ne? Aber so bei Friseur, so im Stream oder damals in den Videos, Fabian, das ist echt jedes Mal getroffen. Fabian, du musst bedenken, Fabian ist einfach bloß ein Lacker. Ja. Ja, das ist ein scheiß Lacker. Das ist ein Lacker hoch 10. Wie bei Diablo.
Ja, der China-Farmer lackt einfach nur. Ist eigentlich da? Ne, der schläft bestimmt schon wieder, hä? Kannst du doch heute trainiert? Der China-Farmer. hat er gestreamt? Ne, bis jetzt nicht. Aber der trainiert doch gerade wie doof oder? Also der hat auch zu mir gesagt letztens, er hat gar keine Kraft mehr, dann abends noch einen Stream zu unterhalten alleine. Dann soll er sich Leute einladen. Hab ich auch gesagt, dann sag doch Bescheid, Mensch, dann komm ich vorbei. Dann machen wir eine Tour. Die machen genauso. Deswegen, siehst du ja hier. Halber TS voll. Halben TS voll gemacht und schon läuft das wieder. Ach ne, also muss ich sagen, ich brauch erstmal kurz eine Pause hier. Und dann gibt's Free for All. Gebäsche! Und wer mich. Bäscht. Und wer mich zuerst kaputt macht. Wird gebannt. Ich überlege gerade, wird entweder gebannt oder kriegt ein Pokémon. Hm. Bin im Bann. Du bist doch herrschend. Ja, dann will ich schon auf meinem TS sein. Auf meinem Stream sein. Einfach gebannt. Instant Bann. Wie hier unser Freund hier KW Zero letztens. Arrogant. Nein. Und du hast Cornflakes also vergessen. Wen? Cornflakes also von letztens. Ja, oh, der war ganz schlimm. Wenn man jetzt gerade was sagen wollte, rede einfach. Also, Free for All, alles erlaubt, ne? Also, so mit Trombock und so. Ernte. Oh. Lass bitte Trombock aus dem Spiel. Jetzt gesund, hab mal schon mal. Also wenn jemand Megamilch mitbringt, ne? Ich sag's euch geil. Wenn ich treff, ja sowieso schon prügeln. Und ich treff den jemals. Irgendwo. Ey, bring den Deike mit, ich sag's dir. Aber wenn du mal wirklich so mehrere Pokémon hast, dann kannst du echt mal so nach anderen Tieren so spielen, ne? Sowas wie Never Use und solche Sachen. Kann ich machen. Will ich auch noch. Ich will aber nicht. Ey, ich kann auch. Also, ich baue meine Teams momentan nicht nach Tier. Ich baue die einfach so, wie sie passen. Und man sieht irgendwie, dass es doch trotzdem passt. Ja. Er hatte ja heute schon sein Fun-Evoli-Team dabei. Hat ja aber wunderbar geholfen. Guck dir einfach bloß die Matches an mit dem Let's Play-Team. Das ist halt noch krasser. Bei mir ist echt ziemlich spät aufgefallen, dass Flamara echt was taugt, ne? Also so mit Flamlitz und Kraftkoloss. Kraftkoloss, ich habe ja Mixed Schallwelle und Speed. Das Ding hat halt 65 Speed, ne? Okay. Aber tut trotzdem weh. Ja. Vielleicht hast du bist sogar mit Offensivweste gespielt. Das heißt, es tut noch weh, weil sowas aushält. Genau, Roy. OU ohne OU Mons. So spiel ich auch meistens. Und das Ding ist halt, dass man halt OU. Dann. Halt mit, wenn man halt OU spielt gegen. Ohne OU Mons, dann hat man halt. Ah, eigentlich schlechtere Karten. Würde ich nicht mal unbedingt so sagen. Was hatte ich heute aus dem OU dabei in meinem Evoli-Team? Es kommt für die halt. Ja. Es kommt halt drauf an, wie du mit den Sets umgehst. Das stimmt. Gut, das stimmt, ja. Naja, Sets. Wär's, wenn du auf das Flammaren noch ein Feuerwehr bist, wenn du es eh schon mit Offensivweste spielst. Stimmt, ne? Zum Catchen, dass die drinnen bleiben müssen. Das hab ich mir gerade überlegt. Am besten, oder ein defensives Flammaren mit. Ach gut, da kannst du Ketoxin drauf spielen. So scheiße. 2 KP. Ja, ne? Aber da hat man auch wieder gesehen, ne? Der Drachenblitz hat nichts gebracht. Das steht immer noch. Also sofort Drachenpuls weg. Das, hat das ein Dings ein Evoliken eigentlich oder wie man das spielt? Ich kenne das Ding überhaupt nicht, also das niemals spielen. Fluch ich auch nicht. Wobei es gibt dieses komische Azette hier, Flötter. Und das wäre ganz gut sein, aber ich fände das halt geil, wenn das noch eine Entwicklung kriegen würde. Das wäre halt noch. Also schon. Ich finde ja Sichlor mit Evoliten ziemlich cool. Aber man. Damit Schwertern, da hält man das aus und kann richtig viel Schaden machen. Ach du, Laus. Ja,
Nee. Ja, nee. Ein Schal-Pokémon, aber man ist halt. Den kann kein Erdbeben lernen oder so. Also ich bin mit leider einfach nur Lebel dran, ne? Also ohne Witz. So. Was mit Lebel dran? Naja, eben, also weil es ja keine Mega-Entwicklung bekommen hat und die Begründung war ja auch ziemlich lächerlich von Game Freak da. Ja. Welche denn? Nein, dass sie kein Design gefunden haben, was den zusagt oder was sie anspricht. Oh, okay. Juck, ja. Ist halt schade drum eigentlich. Weil der hat auch gesagt, dass dieser komische Typ mit den Geheimbossen, der das erklärt, der hat dann die Bell drin. Das wäre halt perfekt gewesen, wenn das dann auch noch Mega-Version gekriegt hätte, aber naja. Ja. Ist halt nie. Sag mal so, Lamos ist auch gewöhnungsbedürftig. Also ich konnte mich ganz am Anfang mit Lamos überhaupt nicht anfreunden. Der Beyblade halt. Beyblade. Mega. Was? Nee, ich hätte das ein bisschen cooler gefunden, wenn das so wäre, dass es nicht auf seiner Schwanzspitze steht, sondern dass dass die Beine auch noch rausgucken, dass er halt quasi das ganze Panzer seinen Körper umhüllt und halt seine Arme und Beine ganz normal rausgucken und er dann halt steht. Das wäre auch wäre cool. Sieht ein bisschen besser aus als halt dieses, dass er halt mit seinem ganzen Gewicht auf der Schwanzspitze steht. Naja, Game Freak heißen halt Noobs, ne? Ich hasse Landorus T, ey. Oh. Ja, gut. Gut zu wissen. Andere Landorus ist besser. Ja, vor allem mit hoher Gewalt, ne? Ja, ist halt so ein Abfuck. Boah, also hohe Gewalt, das ist echt so derbe overpowered, ne? So. Pauber. Aber denk dran, mit hoher Gewalt kann man nicht einfrieren und so, ne? Oh, halt's Maul. Dass du mich auch mobben musst. Ja. Also die Steinkante, die wir echt nicht treffen. So meistens so. Hm. Das Witzige ist halt, dass die Crit-Chance von der Steinkante fast so hoch ist wie die Chance. Ja, das stimmt ja schon, aber sag mal so, in Sachen Pokémon-Design ist Game Freak auch nicht so das Maß aller Dinge. Nee, das stimmt. Fängt schon langsam in der 5. Generation an. Ja, 5. Generation war irgendwie ganz schlimm. Bis in der 5. Generation. Schon in der ersten an. Ja, Kleinstein. Ich meine, das ist ein Stein mit Armen. Ja gut, das geht ja noch. Ja, das sagst du nur, weil es die erste Generation war. Hätte mein Kleiner schon in der jetzt in der 6. gehabt, dann wäre es auch Abfuck gewesen. Also hätte man auch gesagt, ja, also das ist so wie jetzt hier über, wie heißt das, Gelatschwino oder wie das heißt. Ja, also das ist ja sowas von unkreativ, also genauso mit diesem Müllbeutel da, also Unratütox oder wie das hieß. Also das ist ja wirklich Müll. Weil das Ding ist halt, die sind nicht bloß unkreativ, die sind noch unnütz. Die ja. Kannst du halt nichts groß damit machen. Oh. Weil hier, halt nicht so viel. Ja, ist genau so. Hast du schon mal dieses Cosplay Pikachu benutzt? Es gibt ja so eins mit Eiszapfhagel. Nee, bis jetzt noch nicht. Finde ich auch ganz witzig. Ja. Ich hab das noch nie benutzt. Meinst du, die ganze Zeit hier auf der Bank? So, Jungs und Mädels, habt ihr euch schon überlegt, was ihr mitnehmt? Ja, ich muss noch überlegen, also kommt Primata Pixie nämlich mit. Also ich nehme Durengard, Kangama. Ich will ja auch noch Greninja mal gucken. Ich begehre Leute gerade den Bann. Ich einfach die Pokémon mit, die ich gegen Infer benutzt habe, passt schon. Roy meint, Lickitlack kann mit Gangwechsel was machen. Was kann es denn machen? Ich habe das immer noch nicht geschnallt. Also mit Gangwechsel bekommst du halt einen Boost, also es ist halt plus 2 Eni-Boost plus 1 Attack-Boost. Also eigentlich wie ein Drachentanz, nur besser. Ja, und hat es denn auch Attacken, die davon profitieren? Na, es hat einen Stahl, es hat halt Stromstoß, ist aber ist auch kein Step. Und es hat den Klick-Diskus, der macht glaube ich 110 Base-Schaden, glaube ich, oder? Oha. Mit aber auch nur 85% Chance zu treffen. Irgendwie so. Aber es ist halt schon nicht schlecht. Naja. Free,
Free for All jetzt wieder nur OU oder nehmen wir es auch so? Und Click Discus geht, also alles, und Click Discus kann nicht von Focus Sash. Kann nicht von Focus Sash behalten werden. Nee, es hat nur 100 Base. Es hat halt 50 Base, trifft aber zweimal.